So, am Samstag, also hier in Baden-Baden im Kurhaus, das Party-Event dieses Winters. Die große Gala-Party von Kaffee oder Tee, tolle Musik, tolle Tanzpaare und unsere tollen Kaffee oder Tee-Zuschauern. Es war eine super Partynacht. Kaffee oder Tee Gala-Party 2017. Evelyn König und Martin Seidler, die Gastgeber. Seid ihr zufrieden? Für sie Premiere. Für ihn nichts Neues. Martin Seidler hat sich keine der 8 Gala-Partys entgehen lassen. Über 600 Tanzfans zog es diesmal ins Baden-Badener Kurhaus. Also es ist jetzt zum dritten Mal, dass wir hier sind und wir genießen es immer sehr. Es ist ein wunderschönes Ambiente, es ist ein ganz tolles Programm. Wir waren uns viel Spaß, dass wir endlich mal wieder zusammen tanzen können und einen schönen Abend genießen. Tolle Bands sind angesagt und ja, mal schauen, das wird sicher toll. Es gibt schon erste Grüße aus der Heimat und das ist ja auch das Schöne, dass man sich nicht allein fühlt. Martin hat direkt irgendwie aus Bocholt, Bochumer. Nordrhein-Westfalen ist auch mit am Start, also ja, ja. Sind alle da. Grenzüberschreitend. Und Oberschwaben ist auch da. Aus Mengen. Das ist ganz in der Nähe von Bad Sauriga. Evelyn König. Evelyn König, genau. Ja, ich kenne ihre Mama gut. Auch aus dem Schwäbischen. Katharina Belz und Dominik Stöckel. Hier mit dem Quickstep. Die Stuttgarter, das beste Standard-Nachwuchspaar Baden-Württembergs. Auf badischem Parkett, beim Tango, zeigen sie extreme Ausdruckskraft. Auch eine heiße Sohle aufs Parkett legen unsere Kaffee- oder Tee-Experten. Die lernen schnell. Unglaublich. Da kennt ihr der Cha-Cha-Cha fast perfekt. Sehen Sie sich da nicht auf die Füße getreten? Wie macht er sich denn so als Tänzer? Ganz toll. Er hat zwar gesagt, er kann es nicht und ich darf führen. Und das habe ich auch gemacht. Ina Ilkanipur und Ingo Wiedenlübbert, unsere Mediziner, unterschiedliche Fachgebiete und ein Händchen für auffallende Accessoires. Ich hatte die Wahl, eine Krawatte zur Weste, eine Krawatte zum Sakko oder eine Krawatte zu den Schuhen. Ich habe mich für die Schuhe entschieden. Cool. Lust auf einen kleinen Krawatten-Contest mit Martin Seidler? Ein Contest mit Martin Seidler ist immer notwendig. Yeah! Wobei, man muss fairerweise sagen, einfacher Windsor, doppelter Windsor. Aber ich glaube, ich war mehr als doppelt so schnell. Ja. So sorry. Muss ich neidlos anerkennen. Ja, aber der Krawatte habe ich kein Problem damit. Diese Besucherin hat auch überhaupt kein Problem mit Profitänzer Dominik Stöckel, den sie per Los gewonnen hat. Der führt natürlich perfekt, ne? Da hat man gar keine Zweifel, was man machen muss. War super toll, hat sehr viel Spaß gemacht, aber nie noch was gewonnen. Es war mein erstes Mal, dass ich was gewonnen habe. Und die Kaffee- oder Tee-Gala-Party kann mit dem Opernball schlechthin durchaus mithalten. In Wien, Opernball ist weitgehend, hat mir nicht so gut gefallen wie dieser Ball hier. Ist nicht so kommerziell, ist viel familiärer, tolle Band, tolle Menschen, tolles Essen. Sehr gute Stimmung, also ich kann wirklich nur empfehlen. Evelyn hat mir gesagt, bis 2 Uhr nachts haben sie getanzt. Oh. Ja, Wahnsinn. So lang ging das. Ausdauernd. Jetzt